Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, liebe Leute, ich bin ganz aus dem Häuschen, denn ich habe eine neue Idee. Deswegen will ich hier, obwohl mir das hier auch sehr gut gefällt, jetzt nicht weitermachen. Ich werde die ganzen Sachen hier mal in die Kiste räumen. Und wir werden zum... Oh, das ist aber viel. Na egal. So, wir werden zum Schlösschen gehen. Hier wirkt alles. Denn ich habe eine Idee, wie es da weitergehen soll. So, alles raus hier. Nochmal sortieren. Oh, okay. Sieht ziemlich wild aus. Egal, so. Wir gehen nochmal ins Lager. Moment, Tür zu. So, wir gehen nochmal ins Lager. Ah ja, das habe ich auch neu sortiert hier. Oder zumindest glaube ich das. Auf jeden Fall habe ich die Funktion da mal drüber laufen lassen. Was da dann tatsächlich alles geschehen ist, das weiß ich nicht. So. Ja, und da will ich gerne ein paar Materialien einsammeln, denn ich habe ja nichts mehr dort vor Ort. Ich kann ein bisschen ausholen. Ich habe mich gerade eben, ich komme jetzt gerade aus der Dusche und habe vorher mich ein wenig darum gekümmert. Ich war dort in der Kopiewelt, habe mir ein bisschen das angeschaut, was ich denn so machen könnte. Und nun ja, da hatte ich eben eine gute Idee. So, die nehme ich alle mit. Dann brauche ich diese hier noch und diese hier noch. So, sehr gut. Und ich brauche Glasscheiben. So, ja, und diese Idee will ich jetzt umsetzen. Ich habe mir davon eigentlich ein Bild gemacht, das habe ich jetzt natürlich wieder nicht auf. Aber das macht nichts, die Erinnerung, die ist nicht so alt. Ist ja gerade mal so eine halbe Stunde oder so. Und deswegen kriege ich das auch so noch hin. So, wir haben hier graue Glasscheiben. Leider nicht mehr. Wie kriegen wir denn die Glasscheiben? Die müssen wir doch aus diesen Blöcken schneiden. Und wir brauchen, genau, hellgrau brauchen wir auch noch. Oh ja, da haben wir noch welche. Hier, diese. Kann er das auch mal sortieren? So, das da ist weiß. Okay, nee, das brauchen wir nicht. Grau und hellgraue Glasscheiben. Und was wir davon nicht haben, müssen wir schneiden. Okay, da brauchen wir einiges. Aber das macht nichts. So, wie kriegen wir jetzt Glasscheiben? Irgendwie so? Nö, so auch nicht. Nee, das passt ja auch nicht. Nee, da haben wir sowieso zu wenige Blöcke. Vielleicht so? Nö. Gut, dann muss ich nachschauen. Scheiben, hier. Ich nehme gleich die hier. Ah, da unten. Ja gut, machen wir mal so. Ja, das ist immer noch nicht viel. Wir müssen also Glas färben. Kann man Glas einfach so färben? Ich glaube schon. Wir packen uns mal ein bisschen Glas ein. So. Und gehen mal zum Färberhaus. Na, es ruckelt ein wenig. Ja, macht nichts. Schon wieder vorbei. So. Grau und hellgrau. So, schmeißen wir das mal rein. Und davon haben wir nicht so viel da, aber das macht nichts. So, müsste das dann gehen? Hier? Ja, genau, Glasfärben, okay. Da habe ich noch was. Nehmen wir das auch mal mit. So, dann kann das wieder weg. Und das da rein. So, haben wir das auch. Dann räumen wir den Farbstoff wieder auf. Hellgrau und grau. Ja, da haben wir jetzt einiges. Jetzt, wenn wir schon hier sind, schneiden wir auch gleich. Oder nee, wir machen das vor Ort. Wir brauchen noch mehr als das, was hier ist. So, mal ein bisschen sortieren hier. Aha, wir schneiden das vor Ort. Das ist auch okay. Und dann brauchen wir... Ja, wir müssen nochmal zurück ins Lager. Ich weiß jetzt nicht, was wir noch alles brauchen. Ich nehme mir mal so ein bisschen was mit. Und zwar Bruchstein. Wie heißen die nochmal? Ziegel. Steinziegel, genau. Steinziegel haben wir noch da. Das haben wir auch. Nee, das sollte alles sein. Und wenn nicht, dann kommen wir eben nochmal wieder. Denn ich will auch die Tür versetzen. Und jetzt haben wir es gerade Nacht. Ja, ich will es aber gerne morgens machen. Deswegen lege ich mich erst nochmal wieder hier hin. Und dann werden wir morgen rüber zum Schlösschen teleportieren. Ach, oh, da ist ja schon der Morgen da. Da, Schlösschen. So, also ich will ja gerne erst das mit der Tür machen. Hier, da geht's runter. So, das passt mir nämlich nicht, dass diese Steindruckplatten so nahe da an diesem Teppich sind. Immer wenn ich hier oder hier zur Leiter laufe, renne ich auf diesen Platten darum. Und deswegen will ich das Ganze... Ja, ich kann die mal wegmachen hier.
So, das Ganze weiter nach vorne versetzen. Ha, siehst du, jetzt fehlt uns auch noch sowas hier. Ja, das müssen wir haben. Dann nutzt alles nichts. So, das kommt weg. Da muss dann... Nee, wie war das? Also das muss auf jeden Fall auch weg hier. So, und das da. Und das da oben, dann muss auch noch irgendwie angepasst werden. Ich mache auch mal das hier weg. So, der Stein hier... Moment, ich muss mal schauen, wie das von außen aussieht. Ja doch, der kann weg. Der kann bleiben, meine ich. So, 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 genau, der. Oh nein, halt, das war zu viel. Und dann den noch, und dann brauchen wir hier diese Stufen. Die will ich dahin machen. Und jetzt müssen wir das Dach da oben noch anpassen. Das könnten wir, ja, das könnten wir von oben machen. Aber ich kann ja erstmal hier, da, das hier schon mal wegmachen. So, ne, da muss ich ja die Umschalttaste nicht drücken, das geht auch so. Na, ah, jetzt komme ich da wieder nicht hin. So. Dahin. Und da kann ich ja das auch noch... Ja, genau, kann ich auch da noch machen. So, genau. Ja, so sieht das aus. So habe ich mir das vorgestellt. Moment, eben noch der hier weg. So, und da soll jetzt die Tür hin und die Platten hier werden dann auch versetzt. Nach dahin. Und da muss jetzt noch Holz hin. Oder soll da... Moment mal. Nee, 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 nee. Da kann ich... Da kommen die wieder hin. Und die Türen werden dann von dort ausgesetzt. Dann haben wir hier mehr Platz und dort vorne, vor der Tür, ist auch noch so ein bisschen Platz hier. Und nicht gleich direkt die Treppe, denn das finde ich auch ein bisschen doof. Wenn ich das nicht haben wollte, wenn ich da mehr Platz haben wollte, dann müsste ich die ganze Treppe nach vorne versetzen. Das kann ich machen, weil, ja, wie man sieht, da unten noch Platz ist, bis zu dem Tor hier. Da geht ein oder zwei Meter, gehen da ja noch. Aber ich habe keine Lust, die ganze Treppe zu versetzen. Und außerdem könnte ich das, wenn ich es wollte, immer noch machen. Gut, die Türen, aber es war ja hier noch was, das Dach hier nämlich. Moment, ich muss mich hier erstmal hochbauen. So. Boah, jetzt bin ich unterm Dach hier. Ganz schön hoch hier. So, wie sieht das jetzt hier hinten aus? Da ist so eine Lücke drin. Das sieht nicht gut aus. Das kann man, glaube ich, einfach mal hier so wegmachen. Und hier, ja, das füllen wir jetzt einfach mit Stein auf hier. So. Ja, es ist wenig sinnvoll, hier auch noch so eine Lücke zu machen. Das könnten wir hier noch ein wenig angleichen. Moment, so. Zack, genau. So, und dann ist es genauso wie dort drüben. Ja, so lassen wir das. Okay, dann kann ich da wieder abbauen. Jetzt brauchen wir nur noch... Was brauchen wir jetzt noch? Moment, nichts mehr. Die Türen habe ich doch da. Ich brauche ja doch kein Holz mehr. Das habe ich ja doch jetzt wieder anders. Also so, wie es ja auch gedacht war. Genau, hier so, zack, zack. Und jetzt gehen die Türen nach außen auf. Und dann hat man hier noch so ein bisschen Platz hier. Es ist immer noch ein bisschen eng. Ja, stimmt, aber ja, ist mir jetzt egal. So, die gehen wieder zu. Und jetzt, wenn ich hier da zur Leiter laufen will, komme ich dann nicht mehr auf diese Platten. Und dann gehen auch nicht mehr immer die Türen auf. So, sehr gut. Das hätten wir erledigt. Ansonsten passt das ja, dass diese Lücke da oben ist Absicht. Von außen hier sieht es auch ganz in Ordnung aus. Das Dach ist jetzt ein bisschen... Ja, nö, das passt schon. Nein, Moment. Ich wollte die Tür aufmachen. So, die kann wieder zu. Okay, so, jetzt würde ich sagen, machen wir mal da oben weiter. Beziehungsweise fangen da an. Ich habe mir da was ausgedacht. Da wäre es jetzt aber sinnvoll, hier eine Werkbank und eine Kiste zu haben. Okay, gut. Wir holen das mal.
Eine Werkbank. Ja doch, die ist hier. So, eine genügt. Und Kisten haben wir was Eigenes. Da genügt jetzt... Ja, komm, ich kann ruhig die beiden mitnehmen. So, wieder zurück zum Schlösschen. Wo ist die Treppe? Oder vielmehr die Leiter? Hier. Dann, nee, da will ich ja gleich anfangen zu bauen. Wir können das einfach so mitten hier hinstellen. So, und die Werkbank kommt einfach so daneben. So, Gerümpel, ja, die Kisten können da rein. So, die auch, braucht man nicht mehr. So, okay, dann fangen wir mal an. Hier brauchen wir erstmal dieses da. Ja, ich brauche auch wohl noch Bauerde. So, hier, da eine Lücke mache, so eine Zweierlücke. Also die Idee ist ja, dass ich da so hohe Fenster mache, dass ich das so, oh, wie nennt man das, ist das gotischer Stil? Ja, ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon, aber da bin ich mir nicht sicher. Also so in der Art soll das aussehen. Das wird jetzt ziemlich hoch. Ja, Moment mal. Ich habe doch hier diese Gerüste hier. Und die kann man auch als Leiter benutzen. Das ist ja das Gute. Na ja, und ich stehe davor. So. Und dann kann ich auch wieder runterklettern daran. Sehr gut. Ich will jetzt mal versuchen, hier mit den Gerüsten zu arbeiten. So, jetzt muss ich... Ah ja, jetzt muss ich erst wieder nach unten. Ja gut, ich wollte eigentlich nicht runterfallen. So, und jetzt kommt nämlich das Glas zum Einsatz. Dieses hier. Und jenes. Ich muss eben mal die Musik leiser machen. Moment. So, habe ich vorhin ein bisschen lauter gemacht. Das ist missverständlich hier. Ich lösche das mal. So, ich will die grünen, genau, das sollen die sein, mit denen ich am meisten mache. So. Nee, Moment, die müssen wieder weg. Und ja, es ist Absicht, dass ich da Fenster mache und die dann wieder zumache, sodass man da nicht rausschauen kann. Das Ganze soll ja so ein Meditationsraum werden. Da soll der Blick nicht nach draußen gehen und da Ablenkung finden, sondern hier drin bleiben. Ja, genau, so in dieser Farbe. Und dann müssen wir da oben... Moment mal, wo haben wir da? So, das wird dann hier so zugemacht, genau. Und das geht nach oben noch weiter, aber jetzt mache ich erstmal das hier. So, und da kann... Nee, das war zu weit oben, so. Und da so als kleiner Akzent dieses Weiße da. Also es ist nicht weiß, sondern hellgrau doch eigentlich, oder? Das nennt sich hellgrau, ja. So, das wieder weg und der Kollege dahin. Ja, so. Mhm, genau. Genau, diese Viererhöhe. Und jetzt sind wir hier fertig mit dem Glas. Also so soll es hier ganz rundum gehen. Jetzt müssen wir weiter nach oben bauen. Deswegen kann das Glas jetzt hier mal weg und ich brauche auch diese hier noch. Ja, Moment, ich brauche noch die hier. Das kann auch weg. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir hier nur an dieser Stelle. So hoch, wie ich da bauen kann. Das wird ziemlich hoch, aber das macht nichts. Das ist Absicht. So, und dann müsste das dahin kommen. Kann ich das... Ah, nee, das kann ich leider nicht machen. Aber ich kann es doch da dran bauen, oder? Ja, genau, das geht. Aha, aber nur zwei. Okay. So, dann noch eins, zwei. Und da, das müsste jetzt die richtige Höhe sein. Ich schaue nochmal, ob das stimmt. Ah ja, gut, da muss ich ein bisschen balancieren. Moment, ich muss ein bisschen weiter weglaufen. Jetzt sind ja diese Dinge da davor. Aber ich glaube, das ist die richtige Höhe. Ja, das mit diesem... Ja, gut, das ist eben die Höhe. Aber wenn ich das mal habe, dann könnte ich ja hier auf die Mauer... Ja, dann baue ich das einfach so alles rundherum und dann immer so Schicht für Schicht nach oben. Und dann kann ich ja hoch und runter fliegen. Genau, so, das da. Und dann brauche ich nämlich die Gerüste gar nicht.
Jetzt wird's auch noch Nacht. Ja, jetzt bräuchte ich ein Bett. Ja, gut, da kann ich herunterlaufen. Kann ich jetzt momentan... Ah ja, okay. Ach, dann gehe ich jetzt mal ins Bett. Ich kann ja sowieso. So, sanfte Landung. So, wir gehen jetzt schnell ins Bett. So, zack, und morgen bauen wir weiter. Und dann kann ich ja das Gerüst wieder wegbauen. Da müsste es eigentlich zusammenfallen, wenn ich einfach nur das untere Stück wegmache. Ich glaube, so war das doch. Moment. Genau, alles weg. Haha, sehr schön. Ja, das sieht mir nach der richtigen Höhe aus. Und jetzt kommen nochmal solche Fenster weiter nach oben. Die werden aber nicht verglast. Die bleiben offen, weil man da ja sowieso nur den Himmel sieht. So, und die werden dann höher. Jetzt muss ich nur das Kunststück fertig bringen. So, und da oben landen. Gut, ich hab's hingekriegt. Aber war das jetzt richtig? Ich glaube, es ist so, oder? Und dann jetzt schon das hier oder noch eins höher?